Wunder dich schlau, der Podcast für alle wissenshungrigen Kinder mit Tobias vom Universum Bremen. Tobias, ich habe gehört, du bist ein Wissenschaftler. Ist das korrekt? Ja, ich habe zumindest mal früher in der Wissenschaft kurz gearbeitet, weil ich ja eine Doktorarbeit gemacht habe. Jetzt kümmere ich mich eher darum, zu überlegen, wie man bestimmte wissenschaftliche Themen anschaulich machen kann, damit viele Leute sie verstehen und was man da auch selber vor allem machen kann. Also welche Phänomene man vielleicht in der Ausstellung zeigen kann und ausprobieren kann. Das heißt, du bist also ein geeigneter Mensch, um uns all diese Phänomene, über die wir dann reden werden, erklären zu können. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich ganz genau? Ja, wir sind hier im Universum Bremen und das Universum ist ein Science Center. Und hinter dem Begriff Science Center wiederum versteckt sich eigentlich eine Mitmachausstellung. Und also, Moment, Science Center, das ist kein deutsches Wort, oder? Nee, genau. Wenn man es jetzt übersetzen würde, aus dem Englischen kommt das natürlich, dann würde man das als Wissenschaftszentrum übersetzen. Hm. Das hört sich leider ein bisschen nüchtern an. In Wirklichkeit ist es ja ein Ort, der irgendwie sehr viel Spaß macht und gleichzeitig auch viel Erkenntnis bringt. Weil es eben eine Ausstellung ist, die sich mit wissenschaftlichen Themen und Phänomenen vor allem auseinandersetzt, die man dann erleben kann und ausprobieren kann. Du willst mir also gerade erzählen, dass Wissenschaft Spaß machen kann. Auf jeden Fall, ja, klar. Also Wissenschaft ist oft spannend, weil es spannende Fragestellungen sind. Auch wenn es so ist, dass man natürlich in der Wissenschaft auch hart arbeiten muss. Und da gibt es dann sicherlich auch Phasen, die ein bisschen langatmig und dröge sein können. Aber im Großen und Ganzen ist das ja immer eingebettet in so ein größeres Thema. Mhm. Und das oft geht es darum, bestimmte Dinge, die vorher noch keiner untersucht hat, versuchen zu erklären. Und du denkst dir dann all diese Ausstellungen aus und wie läuft das? Genau, wir als Team, wir überlegen erstmal, was, also natürlich recherchieren wir relativ viel. Also wir lesen im Internet Zeitschriften, Bücher und so weiter, die sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen. Und dann gucken wir, was gerade sozusagen der Stand ist, was im Moment wichtig ist. Und dann überlegen wir, was es da für Exponate geben kann. Die denken wir uns nicht alle neu aus, weil es gibt schon unglaublich viele. Wenn man so überall guckt, bei anderen Häusern auch, da gibt's schon ganz viel. Aber es ist dann immer wieder spannend, die ein bisschen zu verändern oder einen neuen Zusammenhang zu bringen. Und dann wird das irgendwie eine spannende Erlebnisausstellung, hoffentlich. Und ein Exponat ist was genau? Genau, ein Exponat bei uns im Science Center ist eigentlich sozusagen eine Station, wo man hingeht, eine Mitmachstation eigentlich. Also man geht da hin und dann kann man da irgendwas dran tun. Also man kann das irgendwas bewegen, etwas starten, etwas zum Rollen bringen, je nachdem, worum es gerade geht. Es können aber auch kann auch eine mediale Station sein, also wo ich dann einen Bildschirm habe und dann im Bildschirm mich irgendwie so durchnavigiere. Es kann eine große begehbare Geschichte sein, also wo ich dann mit dem ganzen Körper eintauche und das nennen wir alles Exponat. Wenn ich jetzt mit einer x-beliebigen Frage zu dir komme, weißt du dann alles? Oder musst du erstmal nachschlagen? Ja, natürlich kann ich nicht alles wissen, nee, klar. Also das, ich bin ja eigentlich auch nur jetzt ursprünglich mal aus einem bestimmten Fachgebiet gewesen und da kenne ich mich dann ganz gut aus. Aber auch sonst ist es so, dass man ganz viel sich erarbeiten muss. Und wenn wir hier neue Ausstellungen machen, dann müssen wir ja als ganzes Team auch immer neue Themen erarbeiten, darüber viel nachlesen und so. Wir haben halt im Laufe der Zeit gelernt, wie man dieses Wissen irgendwie zusammenkriegt. Also wo man nachguckt und wo man recherchieren muss. Ich habe ja oft gehört, dass es so etwas wie dumme Fragen überhaupt nicht gibt. Kannst du aus deiner Erfahrung sagen, doch, das gibt es? Oder muss ich da vorsichtig sein, wenn ich dich treffe und ausfrage? Ich finde eigentlich auch, dass es kaum dumme Fragen gibt, weil jeder natürlich auch in bestimmten Bereichen sich nicht so gut auskennt. Und dann kann man auch ganz vordergründige Sachen mal fragen. Und dafür gibt es meistens wahrscheinlich auch eine Antwort. Okay, das beruhigt mich schon einmal. Ich habe dich jetzt ein bisschen kennengelernt.
ich weiß, mit wem ich es zu tun haben werde in der nächsten Zeit. Und mit wem habe ich es zu tun eigentlich? Also ich meine, interessant. Wie kommst du jetzt dazu, dass wir das zusammen machen hier? Ich bin sehr bekannt dafür, dass ich Fragen stellen kann. Ich bin bekannt dafür, dass ich mir vorher Notizen mache, dass ich mich gründlich vorbereite. Dafür kennt man mich und dafür hat das Universum gesagt, komm mal hierher, das machst du jetzt. Ja super, dann passt das ja. Ich habe auch ein sehr gutes Gefühl. Ja, Tobias, danke für all diese Einblicke. Ich glaube, wir werden eine interessante Zeit miteinander verbringen, viele schöne Folgen dieses Podcasts gemeinsam machen. Ich würde sagen, wir kümmern uns gleich um die erste Folge, oder? Ja, super. Ich bin total neugierig, was da für Wunder und für Fragen auf das Tableau kommen und dann kann's losgehen. Ich bin genauso gespannt wie du. Okay, bis dann. Hör nie auf, dich zu wundern. Dein Universum Bremen.